So, haben sie gemacht jetzt. Sie haben auf Chat gehört. Also, wir brauchen Mehl. Wir sind, hey. Wir haben noch nicht mal Hallo gesagt, wir haben noch nicht mal angefangen. Du, nein, wir wollen das doch nur erstmal Vorfeld schon mal zusammenstellen. Ja, dass wir sagen jetzt Hallo und dann machen wir alles Schritt für die Leute durch. Ach so, wollen wir uns da hinstellen? Ja, möchtest du vielleicht von außen reinkommen, so als Sondergast oder so vielleicht? Sondergast, ich werde extra angekündigt, ja. Ach, warte, ich muss mir die Nase schnummen. Oh Gott. Moinsen! Wir haben heute mal ein anderes Video, womit wahrscheinlich keiner gerechnet hat, denn wir sind heute in der Küche und kochen. Es ist schon ein bisschen was vorbereitet und ich habe heute auch einen Special Guest für euch vorbereitet, denn der wunderschöne Mensch, der jetzt hier hinten reinkommt, ist meine Mutter. Hallo. Da soll ich hingucken, ne? Da oder? Ist sie, ja. Es wird heute sehr witzig, weil meine Mutter hat mit Technik und YouTube nichts am Hut, aber hatte Lust darauf, das zu machen. Nein, ich wurde genötigt. Also erstmal hallo. Was möchten wir denn heute kochen? Ja, wir wollten doch irgendwie so einen komischen Salat machen. So einen Kohlsalat. Coleslaw heißt das, glaube ich. Oder wie spricht man das aus? Coleslaw wollen wir machen. Gut. So einen komischen Salat. So einen komischen Salat. Ja. Dann machen wir als Hauptgericht deine tollen Falafel. Wir machen Falafeln heute. Genau. Als Dessert gibt es ein Apfelcrumble. Apfelcrumble. Das war übrigens meine Mutters Idee. Genau. Und der Nils wird heute einige Sachen mit dem Thermomix machen. Weil ich möchte gerne, dass er mit dem Thermomix mal kocht, weil er immer meckert und sagt, Thermomix findet er nicht gut. Und ich bin ein absoluter Fan vom Thermomix und habe jetzt auch meinen Thermomix mitgebracht. Und der Nils wird heute auf meine Anweisung damit kochen. Mal gucken, ob er das hinkriegt. Wie wir das ja immer so alles schön in der Küche machen, und das habe ich auch letztens gelernt, ich habe nämlich eine ganz tolle Serie geschaut, die heißt The Chef. Wir bereiten jetzt alles vor, was wir brauchen. Wir machen alles in Schüsseln, schneiden alles schon mal fertig, dass wir nachher nur noch zusammenschmeißen müssen. Ja, das hört sich gut an. Also, damit das auch so ein bisschen professionell ist, auch wenn Mama nicht professionell ist. Wir haben jetzt hier original. Wir haben Schürzen. Ach, guck mal, bei mir. Soll ich zubinden? Bist du? Nein, das kann ich schon alleine. Oh. Da kannst du dir ja mal zeigen, was du alle mitgebracht hast. Okay, also das ist der Kohl, die Möhren für den Salat. Aber wir fangen ja jetzt mit den Äpfeln an. Wir fangen mit den Äpfeln an. Also kannst du sie doch da liegen lassen. Ich meine, wir können ja auch das gute Werkzeug benutzen, was du gestern mitgebracht hast. Darf ich schälen und du entkernst? Wieso? Ja, weil ich einfach besser schäle. Dein Ernst jetzt? Ja. Wieso machst du das auf der Arbeitsplatte? Nimm ein Brettchen dazu. Eine Arbeitsplatte ist wie ein großes ja, Brett. Ja, aber ich mag das immer nicht. Ja, das ist doch aber nicht mein Problem. Das ist ja auch meine Küche. Ja, aber wenn wir kochen zusammen. Bitteschön. Dankeschön. Äpfel sind auch einfach so ein geiles Obst, ne? Guck mal, ich habe hier was vorbereitet. Oh. Was für Mehl brauchst du denn? Ja, nimm Weizenmehl. Zucker brauchen wir. Braunzucker? Ist egal. Rohrzucker steht hier. Rohrzucker habe ich auch. Ne? Ja, dann nehmen wir Rohrzucker. Dann brauchen wir Butter. Ja, wie viel Gramm? 50 Gramm, hol mal das Stück raus. Habe ich. Genau. Dann brauchen wir Haferflocken. Da drüben links. Die hier? Ja. Haferflocken haben wir. Die Äpfel haben wir schon, die stehen da. Das ist korrekt. Dann brauchen wir Zimt, bitte. Zimt? Ja. Machen wir, haben wir. Apfelsaft, haben wir Apfelsaft? Nö. Dann müssen wir improvisieren. Machen wir. Zitrone haben wir. Hast du frische Zitrone? Ja, habe ich, genau. Mutter, du bist einfach, weißt du, deswegen bist du Mutter. Wie viel brauchen wir, eine oder zwei? Eine Zitrone, nur den Saft. Um das mal kurz zu erklären, man nimmt sich ja die Zitrone und man reibt sie, um innen drinne schon mal die Säfte freizusetzen. Und dann rollt man sie nämlich immer schön so aus. Was ist der nächste Schritt? Du bist ja die Thermomix. So, der nächste Schritt. 80 Gramm Weizenmehl. Hat das Ding eine Waage? Ja, hier, guck, da ist die Waage. 35. Wow, 30. Um 5 verschätzt, aber das ist gut. 65. Du bist ja super. Wie du mich verarscht. Nein, echt. Doch, wie du schon in deinem Blick einfach mich verarscht. Wie viel braucht er? 80, ja? Ja. Ach, 75.
Du bist echt voll cool. 80, ja? Ja. Nein, 50 nur. 50 Gramm Butter, bitte. 50 Gramm Butter? Mhm. Aber ist nicht bei dir irgendwie auch Magger? Moin Magger? Ja, das ist richtig, aber du betonst das so cool. Moin Magger! Ja, du versuchst, weißt du, das Schöne daran ist, du versuchst gerade den Menschen da draußen im Internet irgendwie so als coole Mutter so beschreiben. Nein, ich bin keine coole Mutter. Doch, eigentlich schon. Nee. Doch, du bist schon ziemlich, cool. So, hier würdest du Temperatur einstellen, wir brauchen aber keine. Ja. Und da stellst du jetzt die Stufe 6 ein. Ganz vorsichtig hochdrehen. Noch weiter, 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 weiter. Noch eins, noch eins. Ach du Scheiße, was ist das denn? Und jetzt sagt er dir, ha, Nils, ich bin fertig. Kommt da jetzt auch so ein koreanischer Sound? So, das sind jetzt schon mal hier so die Crumble. Die sehen zwar nicht so. Was, hat er die Butter schon zersägt? Ja, hat er. Wow, okay, und jetzt? Ja, jetzt steht hier Haferflocken zufügen. Wie viel? Haferflocken will er 50 Gramm haben. Ich drücke mal auf die Waage, ne? Ja. Ich habe das Gerät schon verstanden. Ja. Und jetzt? Da drin, ne? Ja. Und jetzt steht umschütten, Topf muss nicht gespült werden. Das heißt, wir brauchen jetzt eine Schüssel und kippen das da jetzt einfach mal rein. Und jetzt einfach rein, ne? Ja. In den Larry. Du schmeißt jetzt erstmal die Äpfel rein. Ja. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt nicht alle. Das ist doch ein bisschen viel. Wir machen alle. Nee. Doch, ich will alle Äpfel. Na, dann mach. Mann, diskutiere doch da nicht rum. Okay. Ja, wie viel muss da rein? Ein Messbecher? Mhm. Das ist aber nicht ein Messbecher. Ja, jetzt ist. Ja, okay. Und den Saft einer Zitrone, die du ja so schön schon gerollt hast. Habe ich. Hast du in die Hände gewaschen? Ja. Natürlich habe ich mir die Hände gewaschen. Gut. Mutter! Ja, Sohn. Hier, übrigens Trick 17. Sind die Kerne weg, machst die Finger auf, Saft raus. Ja, super. Schön, danke für dein Desinteresse. Ich versuche dir ein bisschen was beizubringen, Frau Thermomix. So, jetzt haben wir 7 Minuten Zeit. Ja, würde cool. Ich sagen, wir putzen schon mal die Möhren. Genau. Und, möchtest du die Möhren schälen und ich mach die klein? Nee, die brauchst du nicht klein machen. Die lässt du ganz? Na, weil die doch im Super Slicer reinkommen. Im Wunderslider. Ach so, stimmt. Mutter ist ja wieder super fancy. Oh, Mutter. Oh, wie du das Messer hältst. Ganz cool. Wieso, war wie verkehrt? Du das Messer hältst. War verkehrt? Na, ich halte Messer anders. Wie denn? Du bist Linkshändler. Nee, also ich halte Messer immer so. Nee. Damit du das aus dem Handgelenk machst. Ja, aber ich will doch nicht schneiden. Ich will es doch ja, nur. Ja, aber so ist der Hälsio-Kacke. Ist doch doof für die Hände. Komm, ich hab das. Das tut weh. Ja. So, was müssen wir denn jetzt noch vorbereiten? Den Reis können wir schon mal machen. Jetzt schon? Ja, warum nicht? Dann werden wir noch den Reis waschen. Oh, das riecht aber lecker. Kann ich das umdrehen? Ja, kannst du. Du kannst aber auch, pass mal auf. Ui. Kann man den da festmachen? Ja, da ist so ein Deckelhalter. Du musst natürlich den runternehmen. Ja. Aber. Okay. Das ist ja ein toller Deckelhalter. Ja, toll, super. So. Ja. Gut. Und jetzt kannst du die Streusel drauf verteilen. Warum machst du das so? Du hast doch gesunde Hände. Darf ich das assistieren? Darf ich das bitte machen? Ich möchte das hier zelebrieren und genießen, das Auftragen. Oh, damit du mir nicht auf den Sack gehst. So, hier, dann kann das die Leute auch nochmal sehen. So sieht das jetzt aus. Crumbled Apples. Dann bereite ich das nebenher noch vor. Und auf 2,5 gestellt werden. Und jetzt kannst du mal die Möhren hergeben. Gib mir mal eine Möhre. Ich gebe mal oben rein. Nee, ich gebe dir eine Möhre. Bist du sprachlos? Ja. Ja, also es ist wirklich sensationell. Das ist jetzt natürlich ein bisschen laut gewesen. So. Fertig. So. Mhm. So. Hier. Nicht die Finger reinhalten.
Ja. Ja, nun warte doch mal ab. Was hast denn du jetzt mit der Zwiebel gemacht? Na, die wieder, nee, die kommt da nicht rein. Wieso kommt die da nicht rein? Weil die da drin in den Mixtop kommt. Die wird jetzt nochmal geschreddert. Ja, habe ich doch. Nein. Doch, mit der Hand. Nein, Schatzi, bitte. Nimm sie wieder raus. Wie soll ich denn jetzt die Zwiebel da wieder rausnehmen? Das ist mir egal. Wer hat gesagt, dass du die da reinschmeißen sollst? Oh, wolltest? Mann, ey. Warum bist du jetzt so? Ah ja, okay. Ich lasse das mal so im Gelten. Raum jetzt stehen. So, also das haben wir jetzt hier fertig. Ja, das ist richtig. Und? Auch die feinen Zwiebeln da drin, finde ich echt. Ich würde jetzt sagen, wir machen jetzt mal das Dressing. Das ja. Machen wir nämlich auch da drin. Jetzt machst du Zucker, Essig und Joghurt kommt da rein und dann wird es einmal durchgerührt. Und die Zwiebel natürlich, klein, die wird geschreddert. Einmal mal da drauf, dass er aufhört, Ding Ding zu machen. Da auf den. Ja, genau. Und dann hört er nämlich auf. So, nee, noch nicht. Wer hat denn gesagt, du sollst den Deckel abnehmen? Hör doch mal. So, jetzt machst du noch mal 30 Sekunden mit dem Kochlöffel verrühren. 30 Sekunden einstellen. Jetzt rührt er noch mal 30 Sekunden, damit der Zucker sich auflöst. Schmeckt das Zeug? Ja, hol einen Löffel und probier. Ich möchte wissen, ob das schmeckt. Ich probiere es meist nie. Gott. Nein, ne? Sag nicht, es schmeckt nicht. Schmeckt doch. Das zieht doch jetzt noch durch. Ach, mein Kind, bitte. Weißt du warum? Warum? Weil die Zwiebel da nicht drin ja, ist. Ja, richtig, genau. Genau, deswegen. Weil die Zwiebel ist, da nicht drin ist. Weil die Zwiebel da nicht drin ist. Die Zwiebel fehlt da drin, deswegen schmeckt das jetzt nicht. Aber, guck mal vom Aussehen her. Wirklich schön, ehrlich jetzt. Wir müssen jetzt kurz mal hier Kräuter vorbereiten. Ja, warte mal, was sagt denn das Rezept? Ein Bund Petersilie grob geschnitten, ein Stück Zwiebel geviertelt, 2,5 Teelöffel Backpulver. 0,07 Liter Wasser, 3 Esslöffel Mehl, 2 Stück Knoblauchzehen, 1 Esslöffel Kumin. Was ist denn Kumin gemein? Weißt du, was Kumin ist? Gewürz. 1 Esslöffel Kurkuma, 2 Messerspitzen Chilipulver, 1 Esslöffel Salz und Biskin oder ähnliches zum Frittieren. Aber frittieren machst du ja mit deinem Mignon. Oh, lecker. Die Waage. Was für eine Waage? Na, 250. Ich mache keine 250 Gramm. Na gut, wie du meinst. Also das ist mein Rezept. Er möchte sich jetzt nicht an das Rezept halten. Das ist mein Rezept. Na gut. Das ist Salz. Okay. Er hat ein bisschen zu tun, das ist zu viel wahrscheinlich für ihn. Na, du hast zu viel reingemacht, das habe ich dir doch gleich gesagt. Er hat es nicht richtig gemacht. Er wird es schaffen. Guck mal, ist da nur noch die Hälfte drin? Ja, aber trotzdem. Noch ein paar Frühlingszwiebeln. Ja, das ist zu viel. Jetzt will er nicht mehr. Nee, weil. Was macht er denn? Mein Sohn. Jetzt machst du das ja, mal, wie ich Mama da das sagt. Raus. Das kann ja nicht mal ein Kilo verarbeiten. Ja, aber der muss ja auch ein bisschen Luft haben zum Mixen. Ich verstehe. Wir verfolgen deinen Plan. So, 7. Ich habe nur Platz geschafft. Hast du genehm? Ja. Gut so? Mehr. Salz ist nicht gut, weißt du, ne? Ach nee, das war was anderes. So, dass sie sich nicht berühren. Ja, so? Gut so? Ja, ja, wir verstehen uns. Ja, pass auf, guck mal. 2 Stück kriegen wir noch raus. Ja, machst du 2 ganz kleine Mini-Kugeln. So klein, wie es geht. Mega! Ja, siehst du. Mega! Was machst du denn da schon wieder? Knoblauch. Ja, für die Soße. Ah, ja.
Na, da bin ich jetzt gespannt. Wir bauen jetzt noch eine Soße zusammen. Mmh. Okay, so. Weiter geht er. Das müssen wir... Nein, ne? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Was denn? Ich würde jetzt die Soße machen, ja. Okay, kann ich dir assistieren oder kriegst du es alleine hin? Ja, du kannst mal mir assistieren. Was darf ich denn machen? Na, einfach da sein und mir total gut zusprechen. Dann, ne? Ja, ist geil, ne? Ja. Ist also, geil, wir wollen das ja noch wieder ins Ding stellen. Ach, ja, cool, siehst du eine ja. Siehst du, das sind jetzt hier die Falafel. Musst du die einmal mal umdrehen? Oder sind nee, die so? Gehen überall, deswegen ist ja unten ein Gitter drin. Berechenbar. Das macht man nicht. Was macht man denn? Mit dem angegessenen Essen. So, jetzt machen wir den Hoshi an. So, mein Lieber. Bist du schon am Anrichten? Ja. Ein bisschen lecker, ne? Echt jetzt? Ja. Ja, siehst du, hast du mit dem Thermomix gekocht. Naja. Wie, naja? Das hätte ich auch bestimmt ohne Thermomix hinbekommen. So, ist das jetzt gute Vanillesoße? Das riecht gut. Boah. Okay, das hat er wirklich gut gemacht. Drauf machen? Ein bisschen drüber machen. Okay. Oh, du Mutti! Komm, wir müssen rennen jetzt. Ja, los, 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 los. So, können wir essen jetzt? Komm, ich will probieren. Ja, Moment. Also erst Salat. Erst Salat? Ja, erst Salat. Okay. Schmeckt gut. Okay, da sind die großen Zwiebeln. Ich habe gerade eine erwischt, aber... Da denkst du an mich, ne? Mhm. Ja. Ja. Doch. Schmeckt gut. Ja, ich hätte jetzt noch ein bisschen... Salz vielleicht? Ja, ein bisschen Salz. Aber so im Großen und Ganzen... Aber lieber zu wenig als zu viel. Nachwürzen kann man immer. Dann, genau. Aber so von der Konsistenz und so... Ist gut. Lecker. Ja. Okay. Okay, Reis. Jetzt gehen wir an Reis. Vergiss, du musst in der Mitte rennen, weil hier ist noch Soße mit bei. Hast du ein bisschen zu viel Reis drauf gemacht? Nee, habe ich nicht. Mmh, die Minze ist lecker. Na, alles andere scheiße, ne? Aber die Minze ist Nein, lecker. Ein bisschen mehr Soße müsste drauf. Mhm. So. Du hast ein bisschen zu viel... Rein in die Falafel. Mmh. Aber die haben wir ja vorhin schon probiert. Mmh. Aber muss man mal rein essen. Lecker. Aber das Salz von der Soße ist nicht mehr da. Weil durch den Reis hast du doch... Ja, du wieder... Meister der Küche. Ja. Super. Pass auf die Soße, das heißt der Kuchen auch noch. Oh, ich finde das geil, dass die Äpfel ein bisschen sauer sind und dann die Vanille so ein bisschen süß reinkickt. Und man, wenn man kaut, hat man so richtig so einen knatschigen. Es schmeckt einfach so ein bisschen wie Apfelmus mit Vanille. Mit, Nein, oben hast du, ja, genau. Aber die Vanillesoße ist doch geil, oder? Boah. Für das erste Mal gemeinsam in der Küche stehen, dass wir sowas noch nie gemacht haben. Ist ein gutes Ergebnis. Ja, muss ich auch sagen. Mutter, vielen Dank, dass du zu Gast warst bei mir. In deiner Küche? In meiner Küche. Vielen Dank, Sohn, dass ich das mit dir machen durfte. Hat es Spaß gemacht? Ja. War das jetzt zu langsam dieses Jahr? Nee, du bist halt älter, da dauert das ein bisschen. Okay, genau. Aber es hat Spaß gemacht, wirklich. Du hast das gemacht, was ich gesagt habe, nicht immer, aber du hast dich bemüht. Er war stets bemüht. Lasst uns doch mal... Lasst das doch einfach so stehen. Lasst uns doch einfach wissen, ob euch das gefallen hat. Weil wenn euch das gefallen hat, vielleicht machen wir ja noch eine Episode. Gemeinsam. Denkt dran, abonnieren nicht vergessen, Kommentare schreiben nicht vergessen, Däumchen und das ganze Programm. Tschüssinkowski.